Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am letzten Sonntag des Kirchenjahres. Heute denken wir an die Menschen, die im Laufe des vergangenen Jahres gestorben sind. Wir werden Lichter für unsere Verstorbenen anzünden und uns an sie erinnern, weil es gut ist, Menschen nicht zu vergessen, die einmal unter uns waren und zu unserem Leben gehört haben. Weil es gut ist, Erinnerungen lebendig zu halten, denn die Erinnerung hält auch uns lebendig. Heute schauen wir aber auch über den Rand des Todes hinaus. Wir wollen uns in Erinnerung rufen, dass Gott uns etwas versprochen hat, nämlich das ewige Leben in seinem Reich. Und darum nennen wir diesen Tag nicht nur Totensonntag, sondern auch Ewigkeitssonntag, weil wir auf einen neuen Anfang nach dem Ende hoffen. Lasst uns gemeinsam von diesem Neuen, das da kommt, singen. Morgenglanz der Ewigkeit. Gott, du bergende Burg für Tote und Lebende. Wir bringen dir die Tränen eines ganzen Jahres, den Schmerz über den Verlust eines vertrauten Menschen,
die Einsamkeit der zu groß gewordenen Wohnung, die ohnmächtige Wut über das Leben, das plötzlich abgebrochen wurde, unsere bohrenden Fragen nach dem Warum, die Schuld, für die wir nicht mehr um Verzeihung bitten können, alles Unausgesprochene, Ungelebte. Und wir bringen dir zugleich die Erleichterung, das Quälen, das ein Ende hat, das Aufatmen nach einer belastenden Pflege, die Dankbarkeit für wunderschöne Jahre, Erinnerungen, ohne die unser Leben nicht unser Leben wäre, die Freude über einen Neuanfang trotz allem. Gott, du bergende Burg für Lebende und Tote, sammle unsere Tränen in deinen Krug. Wandle unsere Ohnmacht in Widerstandsfähigkeit. Gib unserer Sehnsucht Bilder des Lebens und begegne uns mit deinem Erbarmen. Amen. Und dem Heiligen Geist.
Herr Jesus Christus, du hast den Tod besiegt. Mitten im Dunkel unserer Trauer leuchtet das Licht deines Lebens. Öffne unsere Augen für deinen Glanz jenseits der Zeiten, damit wir in unserer Vergänglichkeit zu Hause sein können. Amen. Das heutige Evangelium finden wir bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Halleluja! Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Halleluja. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir singen das Wochenlied "Wachet auf, ruft uns die Stimme", 147.
Im Buch des Propheten Jesaja spricht Gott: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Unseren Verstorbenen gelten diese Worte. Gott kennt sie mit Namen und er ruft sie bei ihrem Namen in ein Leben, das geborgen ist bei Gott. So wollen wir nun an unsere Verstorbenen denken. Wir nennen ihre Namen und rufen uns damit ihr irdisches Leben in Erinnerung. Anneliese Fischer, geborene Weich, 85 Jahre, Schlömen, 6a. Betty Linhardt, geborene Hübner, 96 Jahre, Lindauer Straße 73, Trebgast. Hildegard Preuß, geborene Schobert, 83 Jahre, Reuth 1 in Köthnitz. Robert Lienhöft, 95 Jahre, Spitzeichen 5. Erwin Beschnitt, 89 Jahre, am Röslein 6 in Köthnitz. Herbert Hübner, 71 Jahre, Reutweg 15, Trebgast. Jürgen Popp, 67 Jahre, Kulmbacher Straße 31 in Trebgast. Gretel Ziegenthaler, geborene Jungkunz, 93 Jahre, Hainbühl 53 in Neudrossenfeld. Hedwig Lauterbach, geborene Spindler, 86 Jahre, Kulmbacher Straße 1 in Trebgast. Klaus Langer, 76 Jahre, Hegnerbrunn 94. Jürgen Kolb, 55 Jahre, Lindau 56. Margareta Kolb, geborene Walzel, 84 Jahre, Lindau 43. Rainer Bock, 84 Jahre, Gartenstraße 31 in Trebgast. Siegfried Leppert, 82 Jahre, Mehltower 1. Inge Pahl, geborene Müller, 76 Jahre, Kosertal 27 in Wirsberg. Katharina Gramp, geborene Werner, 85 Jahre, Lohmühlgasse 5, Trebgast. Kuni Genk, geborene Wettermann, 89 Jahre, Wirsberger Straße 6, Neuenmarkt.
Anna Hartmann, geborene Teupert, 89 Jahre. Lindauer Straße, 82, Trebgast. Fritz Kolb, 79 Jahre, Bergstraße 25 in Trebgast. Roland Kolb, 67 Jahre, Lindauer Straße 27, Trebgast. Heinz Angermann, 86 Jahre, Ebersbach 18 in Köthnitz. Gerlinde Nützel, geborene Degelmann, 73 Jahre, am Röslein 2 in Köthnitz. Reinhold Schirmer, 73 Jahre, Lindau 28. Wir gedenken auch all der anderen Verstorbenen, die wir loslassen mussten. Aller Menschen, die einmal einen Platz in unserem Leben hatten und jetzt nicht mehr da sind. Wir vertrauen darauf, dass unsere Toten in Gottes Reich leben, dass sie in seinem Frieden geborgen sind. Gott stiftet Gemeinschaft zwischen Lebenden und Toten, denn Gottes Liebe ist stärker als der Tod. So lasst uns singen für alle, die uns vorangegangen sind. Zieht im Frieden eure Pfade. 258. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese den Predigttext aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind,
bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Wir beten. Gott, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Eines sei euch nicht verborgen, ihr Lieben. Es ist nichts verborgen. Es liegt offen auf der Hand. Das Telefon klingelt. Das Bestattungsunternehmen ist in der Leitung und meldet einen Todesfall eines Gemeindegliedes. Wie es weitergeht, ist nicht verborgen. Jedes Mal geht das so, viele Male im Jahr. Und dann stehe ich am Grab eines Ehepartners, am Grab von Eltern, an so manchem Grab von Geschwistern und Freunden, schlimmer noch, am Grab eines Sohnes oder einer Tochter. Sie alle habe ich auf ihrem letzten Weg begleitet. Und ich sehe die Fassungslosigkeit in den Gesichtern, Tränen in den Augen, manchmal auch einfach Leere. Das alles ist nicht verborgen. Wir wissen es und wir haben es erlebt. Der Tod verändert einfach alles. Das Leben ist nicht mehr dasselbe wie zuvor. Ein Mensch ist nicht mehr da und da, wo er einmal war, entsteht eine Lücke, eine Leere. Das ist offensichtlich. Offensichtlich sind auch die Fragen und die Klage, die Tränen, die Trauer, die Einsamkeit und die Versuche, das alles zu verstehen. Dass das alles so geschieht, ist Lauf des Lebens. Wir kennen das nicht anders. Aber wenn es ganz dicht herankommt, sind die Fragen größer als unser Wissen. Warum? Warum jetzt? Und warum so? Eines sei euch nicht verborgen, ihr Lieben. Ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Unsere Lebenszeit ist nicht Gottes Zeit. Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Denn unsere Zeit ist begrenzt. Sie läuft ab und manchmal viel zu früh, wie wir meinen. Wir hätten doch gerne etwas länger gehabt, nur ein kleines bisschen länger. Manchmal nennen wir den Tod auch eine Erlösung für den Verstorbenen. Wenn das Leid endlich vorbei ist, dann tritt Erleichterung ein. Unsere Zeit ist nicht Gottes Zeit und Gottes Zeit nicht unsere. Es ist so schwer zu verstehen, wonach Gott die Zeit eines Menschenlebens bemisst, warum sie zu kurz oder auch zu lang erscheint, aber ganz selten nur genau richtig. Wir stehen am Grab und wir nehmen immer wieder Abschied. Und dann müssen wir uns doch umdrehen und gehen. Denn die Reise geht ja weiter, das Leben geht weiter, sagen die anderen. Die Zeit heilt alle Wunden, sagen die anderen. Aber ob das immer so ist?
Wir nehmen immer wieder Abschied und dann drehen wir uns um und gehen. Und schon im Umdrehen wissen wir, es ist eine lange Reise. Eine lange Reise, bis es endlich weniger wehtut. Eine lange Reise mit vielem, was uns verborgen bleibt und wir nicht verstehen. Eines sei euch nicht verborgen, ihr Lieben. Ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott kennt diesen langen Weg. Und Gott weiß, wie sehr es wehtut. Und er sagt, hab Geduld, sei getrost, es wird gut. Denn wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Aber es dauert lange und es ist unerträglich schwer. Eins sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, Gott verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es dauert so lange, bis es wieder gut ist. Die Zeit heilt alle Wunden, sagen die anderen. Ob man das glauben sollte? Der Weg ist so weit. Doch wir drehen um und wir gehen diesen Weg, tastend und Schritt für Schritt. Und während wir in die Welt hineingehen, sehen wir, was Menschen einander antun. Wie sie Krankenhäuser mit Säuglingsstationen mit Bomben bewerfen. Wie sie einen LKW in eine Menschenmenge hineinsteuern. Wir sehen Menschen sterben, Bekannte und Unbekannte, Vertraute und Fremde. Wir sehen sie in den Nachrichten. Und ihr Schicksal macht uns betroffen. Denn das sind ja auch Menschen wie wir. Wir stehen auch mit an ihren Gräbern und schütteln fassungslos den Kopf. Und dann müssen wir uns umdrehen und müssen weitermachen. Wir gehen in die Welt, so wie sie ist, und fragen, wie lange? Wie lange soll das gehen? Wie lange halten wir das aus? Und wie lange erträgt das diese Welt? Gott verzögert nicht die Verheißung, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Nach ein paar Tagen oder Wochen scheint die Welt sich wieder in gewohnten Bahnen zu drehen. Es wird schon wieder, sagen die anderen. Es ist doch schon 6 Wochen her, jetzt sei mal wieder fröhlich. Aber Gott ist nicht in diesem oberflächlichen Reden. Er ist in der Tiefe zu finden. Er ist selber ganz unten, damit wir dort ganz unten nicht alleine sind. Dort unten ist Leben, mitten in der Trauer. Denn Christus lässt sich nicht kleinkriegen. Er überwindet selbst den Tod. Gott sagt, ich weiß, es ist schwer. Ich muss ja selbst Geduld haben mit der verworrenen und verlorenen Welt. Aber ich bin da, wenn du trauerst, wenn du betest, wenn du weinst, wenn du dich umdrehen und weitergehen willst. Ich bin da, sagt Gott. Gott verzögert die Verheißung nicht, auch wenn es sich so anfühlt. Wenn Leidende und Trauernde warten müssen, warten, dass es aufhört und besser wird. Aber das dauert und niemand kann sagen, wie lange wir da unten ausharren müssen. Gott hat Geduld mit uns. Warten hat mit Geduld zu tun und das ist anstrengend. Wenn man nicht weiß, wann es zu Ende ist, wann es besser wird, Gott hat Geduld. Und er sagt, seid getrost, es wird irgendwann gut. Die Zeit heilt alle Wunden, sagen die anderen. Aber das ist nicht wahr. Die Zeit heilt gar nichts, nicht eine einzige Wunde. Wenn einer heilt, dann ist es Gott. Gott kann Wunden heilen, nur er. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und darum können wir uns umdrehen.
Wir können uns wegdrehen von den Gräbern, an denen wir stehen, und von dem Grauen, das wir sehen, und von dem Leid, das uns erdrückt. Wir können uns umdrehen und wir können gehen, auch wenn der Weg lang ist. Eins sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Aber Gott geht mit und er trägt uns auf diesem langen Weg, er trocknet die Tränen, er heilt die Wunden, er sagt, habt Geduld, seid getrost, es wird gut. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön an den St. Johanneschor, dass ihr den Gottesdienst wieder so toll musikalisch mitgestaltet habt. Das ist wirklich eine Freude. Danke. Leider ist über den Feiertag unser Kollektenzettel verloren gegangen. Ich kann Ihnen also leider nicht sagen, was wir am vergangenen Sonntag und am Mittwoch gesammelt haben. Das werden wir dann aber am ersten Advent nachholen. Und dazu möchte ich auch ganz herzlich einladen zum ersten Advent. Da wird es morgens keinen Gottesdienst geben hier in der Kirche, sondern wir werden abends
zwei Dinge zusammen feiern. Und das ist einmal die Einstimmung in den Advent, wie sie klassisch jedes Jahr stattfindet. Und zugleich werden wir den alten Kirchenvorstand verabschieden und den neuen Kirchenvorstand einführen. Alles in einer wunderschönen adventlichen Veranstaltung um 17 Uhr und alle sind dazu herzlich eingeladen. Jetzt singen wir gemeinsam das Lied 99, Christ ist erstanden. Gleich nach dem Gottesdienst dürfen die Angehörigen sehr gern die Kerzchen der Verstorbenen mitnehmen. Es stehen die Namen drauf und vielleicht schenkt das kleine Licht auch zu Hause noch ein bisschen Trost. Zum Fürbittengebet stehen wir auf. Gott, du Ewige, du malst uns eine neue Welt vor Augen, in der kein Weinen, kein Schreien, keine Trauer mehr sein wird. Wir legen dir die ans Herz, für die das noch weit weg ist, die weinen und schreien und trauern. Lass sie spüren, dass du da bist, dass du verstehst und mitleidest. Wir bitten dich für alle, die sich um Kranke und Sterbende, um Angehörige und Trauernde kümmern. Stärke sie und gib ihnen Kraft und das nötige Gefühl für die eigenen Grenzen. Gott, wir bitten dich für unsere Welt, in der Menschen sinnlos sterben, die ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer, die Opfer aller Kriege, die Verhungernden, Verdurstenden. Du hast dem Tod an Ostern eine Grenze gesetzt. Tu das dort auch. Greif ein, wo die Menschlichkeit versagt. Gott, wir bitten dich für unsere Gemeinde. Schaffe mitten unter uns einen Raum, in dem gelacht und geweint werden darf und in dem wir offen über Verlust und Trauer reden können und über die Hoffnung. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden unseres Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Musik.